Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diablo 2. Hier in Akt 3 mit dem Tau. Hallo! Juhu, ich bin auch wieder dabei. Yay! Wir gehen endlich weiter. Wir sind jetzt bei Unterkuras angekommen. Wir haben ja das letzte Mal verzweifelt nochmal den TP geholt, deswegen ist die Karte auch wieder leer, weil wir eine neue Aufnahme machen. Und hast du einen Schlüssel? Schön. Ich hatte nämlich keinen. Und unsere jetzige Aufgabe wird sein, suchen Sie in der Kanalisation unter dem Bazar von Kurast nach Kalims Herz. So. Ich weiß nicht, ob das Unterkurast war oder Oberkurast schon, wo die Tempel sind, wo wir noch einen anderen Auftrag kriegen. Das werden wir doch noch sehen. Ach ja, ich habe ja Blizzard. Das weiß ich auch nicht mehr. Wenn du möchtest, hier ist noch ein Erfahrungsaltar. Ich weiß nicht, wie viel hast du? Ich hab. Also so ein Achtel. Gut, dann nehme ich ihn. Weil dann hast du definitiv mehr als ich. Wieso, bist du noch am Anfang oder was? Ja, ganz am Anfang noch, in dem Level. Ich habe erstmal meinen Spaß mit Blizzard. Och, was ist da gefallen? Ein Diamant. Irgendwas, was Pling gemacht hat, auf jeden Fall. Was brauche ich derzeit so ganz dringend? Ich glaube, Schuhe wollte ich gucken, ne? Nach MF-Schuhen wollte ich gucken. Ja, du brauchst Schuhe, ich brauche einen neuen Gürtel. Ja, mein Gürtel ist nicht mal verzaubert. Ja, gut, meiner gibt jetzt so langsam den Geist auf, deswegen. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ach, ja, stimmt, oh, ja. Ein Dicker. Jetzt haben wir den Zauber refreshed hier. Jetzt können wir keiner mehr was haben. So, brauche ich noch Mana-Tränke? Ich brauche keine Heiltränke, ich habe nur Mana-Tränke bei mir im Inventar. Ich habe keine Mana-Tränke, sondern nur Heiltränke. Das ist aber noch ein Mana-Trank. Ups, rausgetappt. Was haben wir hier noch so? Auch nicht so tolle Sachen. Auch keine tollen Sachen? Na super. Wo sind hier die tollen Sachen? Blizzard. Oh, meine Nase kitzelt so, übelst. Boah. Auf jeden Fall fallen hier schön viele Heiltränke, das finde ich super. Ja, ich könnte einen davon abhaben. Das wäre cool. Wieder ich habe ein paar liegen lassen sogar. Irgendwo da oben müsste, glaube ich, sogar noch einer liegen. Oh, hier ist ein sicherheitshalber nochmal ein Stadtportal mit. Da ist ein Heiltrank, ja. Okay, nein. Der ist nicht schön. Jetzt zieht euch. Ja. Oh, hier ist ein Mana-Dingens hier. Mana-Schrein. Achso, Mana auffüllen. Haben willst. Ja, ich hab derzeit keine Mana-Probleme. Au. Okay. Wenn ich hier die ganze Zeit mit Blizzard arbeite, das ist ziemlich sparsam. Freut mich, dass ich endlich mal was Starkes habe, was noch nicht so viel kostet. Huch. Und ich freue mich tatsächlich auf Akt 4. Da gibt es ja diesen einen Moment, wo man Mephistos Seelenstein kaputt macht. Und dann kriegt man schöne Steine. Ich hoffe, da ist ein Topas dabei. Ja, wenn wir Glück haben. Eventuell. Möglich. Vielleicht sogar eine richtig gute Rune. Ein blaues Amulett. Soll ich es mir mal angucken? Ich glaube, die Rollen haben wohl ein Ende. Ja, Giftwiderstand 7%. Yay! Ja, riss aus, Mann. Das ist OP. Alter, Blizzard, mach doch was. Ich glaube. Ist hier überhaupt die Kanalisation? 5 zu Mana. Unter dem Bazar von Kurast. Also, Bazar von Kurast müssen wir erstmal. Okay, gut. Ist ja gleich. Ich glaub's gar nicht. Zero hat eine ID-Rolle liegen gelassen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. So weit ist es schon. Ich bin's aber noch nicht gewöhnt, hier den ganzen Scheiß aufzusammeln. Hast du einen Schlüssel noch, oder? Weil hier ist noch eine Truhe. Guck mal. Ich habe nämlich, für alle, für euch, die das noch nicht gehört haben, weil ihr wart ja wahrscheinlich nicht dabei, weil wir es vor der Aufnahme erst gesagt haben. Ich habe ein bisschen Solo gespielt, habe mir einen Charakter erstellt, quasi ein bisschen gescheatet, auf Level 60, ohne Sachen. Habe die ganze Zeit ein paar Runs gemacht.
Deswegen bin ich überhaupt noch gar nicht dran gewöhnt, so ein Kram wie ID-Rollen einzusammeln. Oh, oh, oh. Immer diese kleinen Cheater. Ja. Wollte ich nochmal extra durch Normal und Albtraum gehen. Au, oh, wobei jetzt ganz, ganz normal durch Albtraum zu gehen, hätte ich Bock. Ja, natürlich ja. Nicht im Anschluss. Nee. Also wir machen nur normal. Es wäre auch ein bisschen zu eintönig, alles normal zu machen. Ja gut, es ist nicht alles dasselbe, weil die Monster ändern sich ja auch ein bisschen. Aber, nee. Im Prinzip ja wären wir tot, wenn wir in die Hölle ankommen. Also Hölle würden wir niemals schaffen. Nee, glaube ich auch nicht. Jedenfalls nicht so. Nee. Ey. Ey. Autsch. Was ich nicht verstehe, warum kann ich mit einem Bogen keine fliegenden Kreaturen angreifen? Das finde ich ein bisschen komisch. Ja. Damals war Logik noch nicht so verbreitet, ne? Ja, wir suchen ja jetzt eigentlich den... Lass mich in Ruhe! Oh, Gott. Ein goldener Speer. Wir suchen ja jetzt eigentlich den Eingang nach unten, oder? Dafür müssen wir erstmal eine Ebene weitergehen. Ich glaube auch. Dann tun wir das doch mal. Da hinten ist noch eine Truhe, die mache ich mal eben auf. Beziehungsweise ein Schatz. Yay, guter Heiltrank. Super. Ich habe übrigens einen gelben Speer gefunden. Den will ich mal ganz kurz... Ja. Ja. Brauchst du noch ein Schild? Je nachdem, was der gibt. Da. Nö. Weil ich laufe jetzt mal... standardgemäß mit dem Speer rum. Kein Bock mehr auf einen Bogen oder was? Ne, ich habe einen gelben gefunden. Also als Zweitwaffe, sage ich jetzt. Ach so. Sagen wir mal so. Doch, Pfeil und Bogen werde ich definitiv weiter mal nutzen. Ich habe ja sogar noch einen Bogen, dreifach gesockelt, aber den muss ich ja erstmal sockeln und da bin ich ja momentan noch ein bisschen zu geizig für. Guck sie an, die kommen alle nicht durch. Alle fallen sie um, außer der hier, der sich dann vorbeigesneakt hat. So ein Dreister. Oh, ID-Rolle. Wollen wir eigentlich den Boss in Akt 3 normal machen oder sollen wir ihn quasi in die Falle locken? Nö, den versuchen wir mal normal. Okay. Würde ich sagen. Also wenn schon richtig. Nicht hier mit Tricks. Ist ja langweilig. Jetzt habe ich es drauf mit dem in die Falle locken. Also jetzt habe ich es wieder geübt. Aber war nicht wirklich schwer. Also Mephisto ist einfach ein Idiot. Das muss man sagen. Zweifach Axt. Wo läufst du denn hin, du Penner da hinten? Bleib stehen. Na geht doch. Wie sieht mein Inventar denn aus, Alter? Ich hab nicht einen Gegenstand in meinem Inventar. Also keinen richtigen. Alles nur so kleine Futzeldinger. Ja, Kleinvieh macht auch Mist, ne? Eieiei. Oh, Moment. Ich habe 3 fehlerhafte Diamanten. Alter. Oh. Alter, jetzt kriege ich aber ein Problem hier, glaube ich, oder? Nee, alles kein Problem. Ja, oh Gott, ich mache gleich richtig viel Platz in meinem Inventar. Bam. Und nochmal bam. Alter. Oh, yeah. Makelloser Diamant. Alter, makelloser Diamant. Sehr schön. Du kannst, wenn du es auf eine Rüstung machst, 80 zu Angriffswert bekommen. Okay. Interessant wäre tatsächlich ein Dingens hier. Was macht er denn auf Waffe? Auf Waffe macht er nur Schaden an Untote. Achso, na gut. Also eher nicht so. Nee, das braucht man nicht wirklich. Okay. Also sie lassen zwar relativ viel fallen hier, die ganzen Viecher, aber nichts Schönes irgendwie. Oh, hier ist eine Erdrune. Oh. Meins. Oh. Gehe ich nochmal ganz kurz reinschauen. Mach das, ich versuche die zu verteidigen. Davon haben wir noch nicht mal mehr eine.
Ah, siehst du, ich wollte beim letzten Mal schon reingucken, wie das Runenwort war. Naja, ist ja egal. Großer Zauber. Also wenn du eine Scheel hättest, würde ich sie nehmen. Eine Scheel und Ed. Nee, die haben wir noch nicht. Oh. Aber die Ed kannst du mir geben, die behalte ich schon mal. Falls wir eine Scheel finden, möchte ich sie haben. Denn dadurch kann ich mir ein Runenwort machen, das mir im F gibt. Und zwar nennt sich das Ganze Reim. Yay. Oha. Oh. Ein Set-Amulett. Na toll. Kebabs oder was? Vidalas Schlinge. Müll. Sag mal, ja. Leben und Kältewiderstand. Yay. Naja. Gut, was willst du erwarten? Auf normal. Ja, gut. Könnte ja wenigstens mal so ein bisschen was. Lock sie einfach alle in meinen Blizzard, Alter. Oh ja. Yeah. Eine Tierrune. Jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Die laufen einfach an dir vorbei. Schweine. So. Nichts Tolles. Es ist richtig cool. Mit der Auflösung, die wir haben, können wir die Gegner schon sehen, bevor sie uns sehen. Und dann kann ich meinen Blizzard einfach reinhauen. Ja. Bisschen fies ist es ja schon. Boah, aber hey. Wer es kann, der kann's. So könnte man es auch nennen, ja. Sterbt alle am Gift. Verrecket an meinem Gift und los. Oh, ich habe hier was gefunden, Zero. Das könnte dich sehr interessieren. Ne? Ein Schrein des Edelsteins. Woher? Was wollen wir da reinpacken? Also wenn das du willst, kann ich den Diamanten reinpacken, da hast du noch mehr Angriffswert. Ja, aber ich habe momentan keine Rüstung. Mit Runen ging's nicht, ne? Nee. Also ich habe noch nur zweifach gesockeltes, beschlagenes Leder, ist aber schon halb tot. Ja. Was würde es denn... Was habe ich denn noch so Schönes? Ich habe nur einen ledierten Topas, also mir würde das nichts bringen. Also das Größte, was ich habe, ist tatsächlich dieser makellose Diamant. Dann hätten wir einen perfekten Diamanten. Ja, das Einzige, was ich noch habe, ist ein Smaragd und ein Amethyst. Und das ist auch nicht so... Na gut, der Amethyst macht halt 80, macht halt Angriffswert auf die Waffe, ne? Ja, willst du lieber Rüstung oder Waffe? Das ist hier die Frage. Mach mal den Diamanten, egal. Okay. So. Huch, Horadrim-Würfel. Muss ich alles wieder aufsammeln. Diamant. Den habe ich jetzt mal aufgesammelt. Okay. Dreisteshalber. Ein perfekter Diamant. Ja, 100 zu Angriffswert ist natürlich krass. Ja. Okay, dann brauchen wir jetzt nur noch eine sockelbare Rüstung für mich. Schön wär's. Am besten eine, die noch so ein bisschen heile ist. Bei Ortruhen finden wir anscheinend auch nicht so unbedingt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie hoch Ortruhen waren. Ich glaube, die waren gar nicht so hoch, oder? Als ich ein bisschen gefarmt habe mit diesem einen Account, habe ich ein paar Ortruhen gehabt. Die waren schon recht hoch.
Also, die habe ich auf jeden Fall auf Hölle bei der Dings da gefunden. Na, wie heißt die nochmal gleich? Die im Schwarzmoor in Akt 1. Blutrabe. Nein, die Gräfin. Ach so, die Gräfin. Die meinst du? Das war, glaube ich, so ein etwa Scheel. Irgendwo bei Scheel in der Nähe. Also kann man schon hier finden, ja, klar. Oh, WP. Autsch. Dass ich immer diese Dinge abkriege. Tja. Und da ist auch schon die Kanalisation. Und ein Erfahrungsschrein, wenn du willst. Oh, ich komme. Sterbt am Gift. So, wo ist sie denn? Die kann er. Ach, hier. Bist schon runtergegangen? Ja, Ja, ich bin ne? schon hier unten. Naja, egal. Und runter. So, wo ist denn der Zero schon? Der hat, glaube ich, schon alles abgeklappert hier. Ich habe nicht mal Gegner gefunden. Oh, da ist eine Kiste. Oh, ein fehlerhafter Schädel. Sehr schön. Es ist ganz schön ruhig hier. Oh, okay, ich habe nichts gesagt. Ein paar Zombies, aber allgemein ist hier nicht wirklich viel. Oh Gott, Fledermäuse. Nein, nicht töten. Bitte. Sind sie tot? Ah! Nein. Oh, ich sehe einen Heiltrank. Ich sehe einen Heiltrank. Lebe viel zu gefährlich, Alter. Nicht gut. Ja, du bräuchtest vielleicht mal irgendwie einen Zauber oder sonst sowas, der dir so ein bisschen Leben wieder auffüllen gibt, ne? Quatsch. So was brauche ich nicht. Okay. Okay. Wizard. Na, geht doch. Ich bräuchte nun mal in meinem Gürtel ein Fach mit Heiltränken. Es würde mein Problem lösen. Ich glaube, das Das machen die könnte jetzt man auch. auch machen, ja. Aber das wäre ja schon fast zu einfach. Eine L-Rune. Oh, eine L-Rune. Feuerwiderstand, toll. Lalalala. Die Mäuse sind viel zu schnell, die kommen aus meinem Blizzard einfach raus. Hier dahin. Ach, kleine fiese Seelentöter, wie ich sie hasse. Oh Gott, nicht töten. Danke. Oh, ein Gesundheitsschrein. Da muss ich hin. Da muss ich hin. Ah, schön. Alles, was hier dunkel ist, ich sehe gar nichts, was da hinten abgeht. Es bringt uns die riesen Reichweite, wenn wir die Gegner nicht sehen können. Alter Fledermäuse, sterbt ihr jetzt mal? Danke. Fledermäuse machen aber auch echt gut Schaden, ey. Au! Geht doch. So, wie mir scheint, ist hier hinten nichts mehr. Doch, eine goldene Truhe. Yay! Oh, die ist verschlossen. Hast du noch einen Schlüssel, Zero? Ich guck mal. Ich hab noch Schlüssel. Au! Sehr cool. Bin auf dem Weg. Ich hätte beinahe einen Fehler gemacht. Naja. Hier ist er. Warte, so. Einmal bitte öffnen. Vielen Dank. Ja. Oh, gehört da Helm. Den will ich mir mal anhören, angucken. Ach, das ist. Anhört. Was hast du denn zu sagen, mein lieber Helm? Ja, ist doch nur der für Barbar. Ist ganz toll.
Naja, gut. Gehen wir mal weiter. Vielleicht finden wir ja. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, ich fand es auf Hölle immer schöner. Da hat man immer schönere Sachen gefunden. Ja, wir hätten auch gleich bei Hölle anfangen können. Hätten uns einfach so 60er-Charaktere gemacht, die nichts anhaben, und dann ab geht's. Ja, gut. Dann wären wir auch nicht Hätte, weit wäre, gekommen. wenn, ne? Da wären wir nicht weit gekommen, mein Freund. Ja, gut. Also jedenfalls nicht schnell vorangekommen. Also bis zu Blutrabe wären wir noch gekommen. Jetzt aber! Kleine Mistviech, Alter. Ah, schön. Soll ich dir ein TP machen? Nee, ich komm schnell hin. Das ist gar kein Problem. Okay. Wir haben WP da in der Nähe. Bin gerade ein wenig überfragt. Ah! Viele Viecher. Ah! Ah, ganz viele Viecher. Nein, 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 nein. Lasst mich in Ruhe, lasst Nicht mich in genug Ruhe. Mana. Oh Gott. Ich Alter, die brauche machen Mana. Schaden. Verzieht euch, kleine Mistviecher. Ihr seid viel zu schnell, das ist nicht gut. Da steht er und bewacht meine Leiche. Ich fasse es nicht. Meins. Alter, sterb doch mal. Also, falls es dich beruhigt, ich bin wieder kurz vorm Sterben. Boah, gerade so überlebt, aber echt gerade so. Meine Fresse. Das war echt knapp. Spuck doch mal einen Heiltrank aus, Mann. Okay, hier ist auch nichts mehr. Ja, ich denke mal, wir müssen dahin, wo der Zero gerade ist, da unten. Ja. Ich hab mal ein TP Weil ich habe gesetzt, jetzt noch falls du eine Abkürzung nehmen möchtest. den zweiten Eingang habe ich jetzt noch gefunden, um wieder nach Oberkuras zu kommen. Aber da wollen wir ja nicht hin. Also ich habe hier einen Schuppenpanzer. Der ist zweifach gesockelt. Haltbarkeit 18 von 36. Schön wäre halt ein dreifach gesockelter, das wäre echt ein Traum. Ich habe mich so schon an dieses Gift gewöhnt. Also an den Giftschaden, den ich mache. Ich wüsste gar nicht, wie ich das jetzt mache, wenn ich den nicht mehr habe. Wenn du mal auf den Diamanten guckst, dann musst du auch eine Levelgrenze stehen. Kannst du den überhaupt benutzen? 18, Sicherheitshalber? ja. Okay. Ja. Perfekte Echt? sind 18. Okay. Nicht, dass du eine Rüstung gefunden hast und dann kannst du sie plötzlich nicht mehr tragen. Nicht töten! Wieso hören die nicht auf mich? Ach ja. Ah, ich habe den Basar gefunden. Also den Eingang zum Basar. Und einen ledierten Topas. Ja, nice. Jetzt nimm das Geld auf. Oh. Bis er die mich umgebracht haben. Was hast du da unten noch so Hübsches? Gegner und meine Leiche. Okay. Ich bin Oh, ich hab. überladen. Hebel für Kanalisation? Was waren das nochmal? Da geht's runter zum Herz. Ah, Treppe in Kanalisation. Ja, genau. Hallo. Hilfe, Hilfe. Oh, eine Wurfaxt, eine gelbe. Cool. Ja, lass mal liegen. Werd langsam. Dann. So, jetzt geht's wieder. Heiltrank, Heiltrank. Heiltrank, Heiltrank. Ja, So, dann ich gehen hab wir irgendwas mal. mitgenommen und nicht den Heiltrank. dann gehen wir mal in der nächsten Folge runter. In der Hör mal. Kanalisation. Und schauen mal, was uns dann erwartet. Und dann würde ich sagen, bis morgen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüss.